Ja, hallo liebe Ameisenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt der nächste Bericht meiner Camponotus Herculanus Kolonie. Die Entwicklung ist extrem langsam bei dieser Art, leider. Ist eigentlich nicht so schlimm, auch wenn es nur 10 Tiere sind. Sieht das nach ziemlich viel aus, kann ich so sagen, als jetzt, wenn 30 Lasius-Nigerarbeiterinnen sind. Deswegen macht mir das eigentlich nichts aus und es sind auch etwa 10 Larven vorhanden. Also sollte sich die Koloniengröße demnächst mal verdoppeln und dann müsste hier schon ziemlich viel abgehen. Die Kolonie ist ziemlich genügsam, ab und zu ein Tropfen Honig und eine Mücke und dann sind die schon glücklich sozusagen. Das war auch mal wieder ein Video, um euch einfach auf dem Laufenden zu halten. Gibt es hier, wie gesagt, nicht wirklich was Spannendes, außer dass im Reagenzglas sehr viel Dreck abgelagert wird, leider. Aber solange da kein Schimmel ist, macht das eigentlich überhaupt nichts aus. Und ich versuche euch jetzt noch die Kolonie ein bisschen besser zu zeigen. Dafür muss ich allerdings kurz mein Stativ verschieben und machen Cut rein. Ja, hier haben wir jetzt die Kolonie. Wir sehen sehr gut die Larven vor der Königin und die Tiere sind gerade ein bisschen aufgeregt, da ich jetzt die Lampe angezündet habe und diese strahlt jetzt halt in ihr Nest. Will jetzt auch nicht zu lange stören, wollte euch das einfach kurz zeigen. Der Kolonie geht es sehr gut. Ihr seht hier die Larven bestimmt und auch die Königin ist wohl auf. Und dann verabschiede ich mich wieder. Wie gesagt, will nicht zu groß rumlabern, da es wirklich nicht spannend ist im Moment bei meinen Gründerkolonien, die in den Arenen sind. Viel spannender ist es allerdings bei den Lasius Niger und bei den Pedole Palidula. Dazu kommt auch bald ein Video und dann verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Ameisenzüchter.